Gott, wer bist du und was hast du hier zu suchen? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Und der da? Das tut hier nichts zur Sache. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwie einigen können. Geld habe ich zur Genüge. Wie wäre es, wenn wir uns darauf einigen, dass du vielleicht mal dein Maul hältst? Verstanden? Verzeih, nimm's nicht persönlich. Nicht? Was? Willst du's tun, ja? Mit Vergnügen. Hab eh keine Freude mehr dran. Lass ihn am Leben. Ich hab den Befehl, ihn lebendig nach Hatay zu bringen. Das ist äußerst ungünstig, denn ich habe den Befehl, ihn und alle Beteiligten zu töten. Nein, das geht nicht! Ich habe leider keine Wahl, das weißt du genauso gut wie ich. So willst du ihn töten? Er hat vielleicht wertvolle Informationen. Genau aus diesem Grund. Mein Herr möchte nicht, dass dieser Mann den Falschen in die Hände fällt. Besonders nicht Ratzig Kobilla. Dann sag deinem Herrn doch, der Mann ist tot. Er wird es nie erfahren. Voll die leuchtenden Augen. Oh doch. Du glaubst doch nicht, sie schließen ihn im höchsten Turm ein und niemand erfährt es? Wieso nicht? Sei kein Narr, Junge. Sieh dich um. In diesem Land wimmelt es von Ratten und Schlangen. Gerade jetzt. Jedes Geheimnis hat seinen Preis. Wenn ich ihn dir überlasse, steckt mein Kopf auf einem Spieß, bevor der Monat endet. Du musst nicht zu den Rosenbergs zurück. Woher weißt du von den Rosenbergs? Meister Pfeiffer erkannte die Schrift auf deinem Geleitbrief. Wie ich sagte, nichts ist in diesen Landen vor neugierigen Blicken sicher. Und wo sollte ich hingehen? Tritt in Herrn Ratzigs Dienst ein. Er braucht Leute wie dich. Kobilla dienen? Niemals. Wenn er erfährt, was ich alles für die Rosenbergs getan habe, knüpft er mich am erstbesten Baum auf. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Ach nein? Wärst du schlau, hättest du mir nicht verraten, dass du weißt, wem ich diene. Du hast damit nicht nur dein Todesurteil unterschrieben, sondern auch das von Pfeiffer. Wir werden sehen. Zeit für... Ja, jetzt ist er auch tot. Ich doch nicht. Oh, schade. Bitte, ich flehe dich an, bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Du kannst dir gern den Mund fusselig reden, aber nicht hier. Komm jetzt. Gehen wir. Meister Pfeiffer freut sich schon sehr, dich kennenzulernen.
Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeiffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Rathai reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er ja etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Rathai. Was ist denn mit der Frau? Gott sei mit dir. Gott behüte dich. Klasse 2K, oh geil. Hat es jetzt genommen? Mann! Möge Gott über dich wachen. Nee, hat er nicht. Oh. Oh, zu viel. Scheiße. Sehr schön. So, zum nächsten. Glück und Gesundheit. Ja, auch dir auch. Lass uns handeln.
Alles Gute. Den Warenkorb. So. Nächster. Irgendwo war ja noch ein Waffenschmied. Ist der Bäcker? Ja, der war doch hier irgendwo. Da. Die Sonne senkt sich vom Himmel ab. Guten Tag. Guten Tag. Moin Moin. Möge Gott über dich wachen. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus. Er säuft den Fisch, bricht ihm den Hals, wirft ihn aufs Deck mit viel Gewalt. Okay. Such ja noch die Dings. Ist die Quest jetzt abgeschlossen? Ich möchte etwas bestellen. Aha, und was darf's sein? Ich brauche Erholung. Nur meine Wunden versorgen. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Ahaha.